herzlich willkommen zurück. Ich wollte gerade mal einen Rundgang machen und es ist auch ein bisschen was zu tun. Und weil das letzte Update hier aus meinem Garten schon ein bisschen her ist, dachte ich mir, nehme ich euch mal mit und zeige euch mal, was so in den letzten Wochen passiert ist. Fangen wir mal vorne bei den Kartoffeln am besten an. So, der Vorgarten. Hier sind wir bei den Kartoffeln und es handelt sich um die Sorte Agria und Laura. Mittlerweile sind die Blüten schon ganz gut aufgegangen und die sind auch wunderschön. Ich würde ja zu gerne mal befruchtete Blüten haben, sodass man hier mal Kartoffelsamen ernten kann. Denn mal eine eigene Kartoffelsorte irgendwann zu züchten, das wäre schon mal eine klasse Idee eigentlich. So, dann kommen wir hier weiter. Wir haben hier vorne zwei Auberginenpflanzen. Denen geht es auch soweit recht gut hier. Man sieht, ich habe mittlerweile Platz gefunden, wo ich noch weitere oder meine letzten Sämlinge alle noch unterbringen kann. Überall hier in diesen rechteckigen Bütz verteilt. Hier hinten, das ist eine Cuore di Bu, also dieses Ochsenherz. Und da haben wir auch schon die ersten die ersten Tomaten dran. Daneben, das müsste eine San Marzano sein. Ja, das ist eine San Marzano. Da sind jetzt auch noch kaum oder bisher noch kaum Blüten dran. Und hier vorne, das ist eine Waltingers Cocktailtomate. Und die hier neben, das ist die Cocktailtomate Resi. Das ist eine Freiland-Cocktailtomate. Bei der anderen bin ich mir nicht sicher, ob das eine ist. Aber bisher, zumindest in Kübeln, machen die sich ganz prächtig. Und wie ich sehe, ist hier auch schon das Erste, was zu tun ist. Übrigens, ich schwenke nochmal zu den Kartoffeln. Hier kann man sehen, dass sie sich umgelegt haben. Das war, ja, bei dem Unwetter, was in letzter Zeit hier war, viel Wind, viel Regen, das haben die langen Triebe nicht ausgehalten. Und hier gibt es ein bisschen was zu pflücken. Und zwar diese Geiztriebe hier, die aus den Blattachseln kommen, die werden entfernt. Die werden bei mir bei allen Tomaten entfernt, bis auf bei Buschtomaten, da würde ich das nicht machen. Ist zumindest so empfohlen. Und auch hier Geiztriebe, die sind aber noch klein. Aber wenn man schon hier ist, kann man die natürlich gleich mit entfernen. So, unser Nachbar hat die Flex ausgepackt. Er hat wahrscheinlich gesehen, dass ich filme. Ups, entschuldigt bitte. So, das Ausgeizen zeige ich euch gleich aber noch mal an anderer Stelle. Dann kommen wir hier vorne zu dem terrakottafarbenen Kunststofftopf. Da ist eine Ticker Taschenmelone. Das müsste eine Honigmelone sein. Die kommt bisher eigentlich auch ganz gut. Gibt es noch keine Frucht, aber erste Blüten. Dann folgt hier neben nochmal ein Kübel mit zwei Melonen. Die wachsen schon etwas besser. Da haben wir hier rechts einmal die Sugar Baby. Die hat sich hier schon einmal so rumgewindet bis da hinten und hat hier Seitentriebe ausgebildet. Und diese Melone hier, das ist die Orange Beauty. Auch die bekommt hier Seitentriebe. Hier einmal auch umgelegt. Auch ein paar Blüten. Bisher aber noch keine Frucht. So, dann als nächstes zwei Paprikapflanzen mit einer Physalis zusammen. Hier bei der Paprika handelt es sich um die bunten Zwerge, wie man lesen kann. Und bei diesen Paprikas
habe ich diese Königsknospe ausgebrochen, wie bei den anderen Paprikas, die wir gleich sehen werden, auch noch. Das ist das erste Mal, dass ich das mache. Sonst in der Vergangenheit habe ich nach dem vierten oder fünften Blatt, Laubblatt, damals die Spitze abgenommen und habe dann Seitentriebe wachsen lassen und habe damit guten Erfolg gehabt. So, jetzt ist hier die Physalis. Und ich muss sagen, egal welches YouTube-Video ich schaue, eure Physalis sehen alle anders aus. Ich habe hier auch Lampignons dran. Aber meine, die gabeln sich komplett und werden immer breiter, während die meisten, die ich bei euch sehe, in die Höhe wachsen. Allerdings ist das hier auch die Ananaskirsche. Da gibt es ja auch unterschiedliche Sorten. Ihr mögt da wahrscheinlich eine andere haben. Dann geht es hier vorne weiter. Das sind die nächsten Paprikapflanzen. Auch hier die Königsknospe abgenommen. Und von links nach rechts ist das einmal eine Spitzpaprika, die ich selbst mal aus einer gekauften gezogen habe vor 3 Jahren. Seitdem immer wieder die Samen nehme. Dann hier langer Süßer. Die probiere ich in diesem Jahr das erste Mal. Und eine Mini-Paprika, bei der ist das genauso. Die ist auch mal gekauft worden und da haben wir dann die Samen aus der Frucht genommen. Und das ist jetzt hier das zweite Jahr. Wie wir sehen können, haben wir hier auch schon eine kleine Blüte. Knospe. Eine Knospe. So. Und dann haben wir hier mal ein Update von einer mexikanischen Zwerggurke. Allerdings sind das 2 Pflanzen hier draußen im Kübel. Und ich muss sagen, im Kübel machen die sich ganz toll eigentlich. Wir haben hier auch schon erste Fruchtansätze dran. Ich weiß noch nicht genau, ab wann die dann mal so reif sind. Ich versuche mal eben eine zu finden, hier zum Beispiel. Na, komm her. So sehen die dann aus. Wie kleine Melonen. Ich habe noch ein paar andere Exemplare, die zeige ich euch natürlich auch. Und da haben wir auch noch mal eine richtig schöne Frucht dran. Die ist allerdings hinten im Garten. Ja, dann ein weiter. Das ist jetzt unsere Freiland-Salatgurke. Soyo Long. Und ich bin ganz begeistert, das ist das erste Mal, dass wir hier überhaupt sowas wie Gurken anpflanzen. Und das muss ich euch mal zeigen. Ihr kennt das wahrscheinlich, wir kennen das noch nicht. Wir haben nur davon gelesen, dass sie stachelig sein soll. Aber ich hoffe, ich kann das einigermaßen stillhalten. Das sieht total witzig aus. So, dann hätte ich aber hierzu noch mal eine Frage. Und zwar bildet die Seitentriebe aus. Bei der kann man das sehr gut sehen. Da haben wir hier einen Seitentrieb. Und das, nee, das hier ist ein Seitentrieb. Muss ich die jetzt dran lassen, nimmt man die ab und lässt sie nur hier an dem Haupttrieb weiter wachsen. Da würde ich mich freuen, wenn ihr da einen Tipp für mich mal habt, ihr als erfahrene Gurkenanbauer. So, ja, heute ist es ein bisschen windig und der Nachbar scheint wohl auch nicht mit seiner Flex aufhören zu wollen. Der ist da ganz gut im Gange. Gehen wir mal nach hinten. Hier ist es ein kleines bisschen ruhiger. So, dann haben wir hier unseren Beinwell. Ich habe Beinwell an 2 Stellen im Garten gepflanzt. Zum einen nehmen wir das Kraut für stumpfe Verletzungen, also irgendwie eine Prellung oder so, Sportverletzung. Da machen wir uns dann einen Wickel. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Und zum anderen nutze ich dieses Beinwell auch für den Garten als Bodenverbesserer, für den Kompost oder für eine Beinwelljauche bzw. einen Pflanzenextrakt aus Beinwell. Direkt daneben haben wir unseren Liebstöckel. Habe ich schon mal erwähnt, dass das auch Magikraut heißt. Da sind ein paar Triebe von schon entfernt worden, weil wir Suppe gekocht haben und so Liebstöckel. Naja, wie der Zweitname Magikraut auch schon sagt, bringt wirklich eine tolle Würze in euer Essen. So, dann haben wir direkt gegenüber unseren Bärlauch. Den haben wir vor 2 Jahren von einer Bekannten bekommen. Hier unten
Zufuße von Bärlauch. Das sind alles kleine Ableger, beziehungsweise die sind aus den Samen gekeimt. Und das Ganze steht hier bei uns unter einem dicken Korkenzieher, Haselnuss. Gucken, ob ich ihn hier mit drauf kriege. Und wiederum unter diesem Korkenzieher Haselnuss, da haben wir unseren Kompostplatz. Hier kann man sehen, ein Kompostplatz ist leer, beziehungsweise ein bisschen Grünzeug liegt da drin. Und der linke, der ist von mir vor einiger Zeit umgesetzt worden, da steckt noch ein Thermometer drin. Und da gehen wir mal direkt hin. So, wir haben hier noch eine Temperatur von 34 Grad, das war höher, also der kann jetzt demnächst wieder umgesetzt werden. Dann wird das Ganze in den jetzt leeren einmal umgesetzt hier rüber. Dann wird die Rotte nochmal richtig angeheizt und wird da sicherlich nochmal so irgendwie auch was auf zwischen 50 und 60 Grad hochgehen. Und eventuell setze ich ihn dann noch einmal um. Dann sollte der Kompost soweit fertig sein. Dann wird er zumindest gesiebt und alles, was dann noch nicht fertig ist, geht wieder in den neuen Kompostansatz. Hier oben drauf könnt ihr das Kompostsieb sehen, was ich selber gebaut habe dafür. Das kommt dann auf die Schubkarre und wird mit zwei Mann durchgeschüttelt. Das funktioniert richtig gut. Hier eine kleine Gelegenheit für Vögel, noch ein bisschen Wasser zu trinken. Und dann kommen wir hier auch schon im hinteren Bereich an. Die schwarze Johannisbeere. Macht sich bisher im Topf richtig klasse. Da erwarten wir natürlich frühestens im nächsten Jahr die ersten Früchte. Es war ja noch ganz jung. Und da freuen wir uns auch schon drauf. Natürlich besonders die Kinder. Und dann fängt das Beet direkt daneben wieder mit einer Physalis an. Wie ihr seht, wachsen die bei mir ziemlich gedrungen. Hier hängen auch schon die ein oder anderen Lampenjungs dran. Da unten. Aber sie sieht von der Farbe her und allem wirklich klasse und gesund aus. Ja, und dann geht es hier weiter. Der Mais, der hat ganz gut zugelegt. Zumindest die meisten Pflanzen. Bei den ersten Vieren hier vorne, da handelt es sich um Golden Bantam Mais. Man kann sehen, die Stangenbohnen haben auch ihre Rankliffe gefunden. Hier vorne die eine Maispflanze, die will nicht so richtig. Und hier bei dem Zuckermais Tatonka ist auch eine Pflanze bei, die möchte auch nicht so richtig. Auch die anderen Bohnen haben hier ihre Rankhilfe erreicht und wachsen teilweise hier schon bis nach oben. Das ist schon ganz klasse. Hier bei dem Mais die letzte Pflanze, das war ein kleines Sorgenkind. Da war das so, dass direkt hier unten eigentlich die Pflanze war. Und da ist die Spitze komplett eingegangen. Die ist dann nachher abgefallen. Und dann hat sich ganz unten heraus dieser Seitentrieb hier entwickelt. Und der hat mittlerweile so aufgeholt, dass er fast schon so groß ist wie die restlichen Pflanzen. Also Glück gehabt. Dann geht's weiter mit unserer Thaibeere. Der geht's auch soweit eigentlich ganz gut, mit einer Einschränkung. Wir haben hier drei Arme an dem oder drei Triebe, an denen die Früchte wachsen sollen. Und der mittlere, der sieht so ein bisschen aus wie diese braune Krankheit, die die Pflanze hatte, als ich sie auch gekauft habe damals. Und die Früchte selber sehen auch ein bisschen trocken aus. Wobei, wenn man hier die anderen Äste anschaut, die sind gesünder. Kommen auch schon die neuen Triebe fürs nächste Jahr.
Hier ist auch richtig schon so ein ganz kräftiger fürs nächste Jahr. Hier bilden sich halt schon die ersten Früchte. Ganz klasse. So, dann die drei Sonnenblumen. Hier unterm Hibiskus. Ja, die biegen sich jetzt, wenn man das mal hier von der Seite schaut, natürlich ganz schön nach vorne der Sonne entgegen. Da müssen wir dann mal irgendwie eine Stütze irgendwann mit hinstellen. Und weiter geht's in die erste Ecke. So, ich glaube, wir waren hier bei dem Kerbel uns einig, dass das Kerbel ist. Oder eine Koriander. Ach Mist, ich muss in dem anderen Video nochmal schauen, was ich da für einen Tipp von dem Florian bekommen hatte. So, dann haben wir hier Fenchel. Und das erste Jahr unseren Rhabarber. Da passierte wochenlang gar nichts. Und mit einem Mal hat er 4, 5 neue große Blätter rausgeschossen. Das heißt, die älteren Blätter werden wir jetzt an dem Wochenende wohl mal ernten, um uns eine kleine Nachspeise zu gönnen. Dann unser Oregano, natürlich unser Suppenwürz, alles was mit Tomatensauce und sowas zu tun hat, Pizza, Spaghetti, da kommt dieses Oregano mit bei. Und dann sind wir bei unserem Wald angelangt. Hier unten, da wachsen 6 Paprikapflanzen. Habe ich euch gezeigt, wie ich die gepflanzt habe. Auch hier habe ich die Königsknospen jeweils weggebrochen. Und man sieht teilweise erste Blütenansätze. Ja, und daneben steht eine Aubergine. Ganz alleine. Da wissen wir noch nicht, ob die sich wirklich wohlfühlt oder nicht. Die steht ganz schön auf der Stelle. Ein bisschen ist sie gewachsen, aber nicht so doll. Also zumindest nicht vergleichbar mit der Aubergine im Topf. Werfen wir einen Blick auf den Knoblauch. Übrigens links daneben hier. Das ist unser Waldmeister. Der hat ganz schön geblüht. Und erobert immer mehr von dem Wall im Hintergrund. Und hier die Knoblauchpflanzen. Und wie ihr jetzt seht, kommt hier auf einmal eine Grenze. Und hier kippt mir der ganze Knoblauch um. Ich habe jetzt schon 5, 6 Knoblauchzehen geerntet. Von denen, die da so umgeknickt waren. Ich werde die jetzt auch gleich mal rausziehen. Aber ich habe noch keine Idee, woran das liegen könnte. Weil die anderen Pflanzen, die stehen noch wunderbar. Allerdings muss man auch sagen, dass hier 2 verschiedene Knoblauchsorten drin sind. So, und wenn die hier so umgeknickt sind, dann können wir die auch mal ziehen. Also ich erwarte hier keine besonders große Knolle. Obwohl, das geht ja noch. Hier schauen. Sind doch trotzdem ganz schön und fürs Essen gut zu gebrauchen. Bei denen werde ich jetzt noch nicht die Knollen und die Blätter zählen, das werde ich mal später machen, wenn ich die anderen ernte. Die bleiben erstmal ein bisschen hier liegen, bis sie angetrocknet sind und dann werden die nachher mit eingeflochten. Dann haben wir noch eine Erdbeerampel hier mit so einer wilden Erdbeere. Die ist irgendwann einfach so auf dem Wall gewachsen. Da muss jemand also ein Stück Erdbeere hingeworfen haben. Und da hängen auch schon ein paar rote Erdbeeren dran. Ein paar wurden auch schon gegessen.
Dann rechts daneben haben wir unseren Wein und hinterm Wein, da gehen wir jetzt als erstes mal hin, da ist die Winterheckenzwiebel. Total in Blüte, teilweise schon ausgeblüht und ein absoluter Magnet für Hummeln. So, da ist sie. Hier vorne die. Die ist schon gut durch. Da kann man auch schon erste Samenkapseln erkennen. Glaube ich zumindest, dass ich das gerade so erkenne. Und ja, von diesen Blüten oder von dieser Pflanze werde ich dann auf jeden Fall Saatgut ernten. Dann auf der anderen Seite von der Winterheckenzwiebel, da steht eine Rosmarinpflanze. Die habe ich radikal runtergeschnitten und die ist jetzt auf jeden Fall ganz toll wieder ausgetrieben. Dann rechts daneben, da habe ich mal Samen gekauft, die mir als Rosmarinsamen verkauft wurden. Das ist aber kein Rosmarin, ich kann nicht sagen, was das ist. Es schmeckt nicht mal ansatzweise nach Rosmarin, blüht ganz anders. Und die Blätter sehen auch anders aus. Ja, und dann haben wir hier unseren Dill. Und der kommt in die Blüte. Und das finden wir richtig klasse. Denn dadurch, dass wir jetzt ja wissen, dass wir hier den Dill haben, wollen wir den auch vermehren und dann auch hier später die Samen abnehmen. So, und jetzt kommen wir aber mal zum kleinen Sorgenkind direkt hier vor, zu unserem Wein. Ich hatte ja im letzten Video schon mal erzählt, die linke Seite vom Wein sieht prächtig aus, die rechte nicht so toll. So, und jetzt bin ich eigentlich ziemlich fest davon überzeugt, dass wir hier auf der rechten Seite den echten Mehltau haben. Hier unten wächst alles Pfefferminze und hier hinter der Pfefferminze, hier hinter unten, da hatten wir roten Klee. Den habe ich mal von der wilden Wiese mitgebracht. Der hat im letzten Jahr schon diesen Mehltau gehabt und dieses Jahr wieder ziemlich stark sogar. Und ich habe gelesen, dass sich eben halt die Blätter dunkel verfärben, vertrocknen, die Spitzen abfallen und vertrocknen. Und ich bin der Meinung, man kann das auch ganz gut hier erkennen. Man sieht hier, wie die Blattränder erst schwarz werden, später vertrocknet das dann. Die Triebe sehen echt total schlecht aus. Die Weintrauben selber, die hier dranhängen, die haben auch schon so einen dunklen Belag. Hier ist die Spitze komplett weggetrocknet. Bei dem hier hinten, also die Blätter, die sehen wirklich alle schlimm aus. So, und jetzt ärgere ich mich ein bisschen, denn normalerweise hatte ich mir vorgenommen, in diesem Jahr gleich ganz früh anzufangen mit Ackerschachtelhalm und mit Zwiebeltee und Knoblauchtee. Hier wundersamerweise ist die linke Seite kaum oder so gut wie gar nicht befallen. Das Einzige sind hier Löcher und Risse vom Hagel. Ja, aber ich bin halt nicht dazu gekommen. Ich habe jetzt im Nachhinein, weil man auch bei Befall es zumindest versuchen soll, mit Ackerschachtelhalm täglich in der prallen Sonne zu gießen, habe ich das versucht. Ich habe 3-4 Tage lang das hintereinander gemacht. Dann hat es länger geregnet und ich konnte dann nicht weiter sprühen. Und es hat nichts gebracht, denn die neuen Triebe, die seit dem Spritzen rausgekommen sind, sehen genauso aus. Und deswegen gibt es nur eins, und zwar das Entfernen. Und das werde ich jetzt mal tun.